Hau. Ich bin Brian oder Erfun Yannick und wir spielen heute ein sehr verrücktes Game. Ihr seht es vielleicht schon am Thumbnail und am Titel. Wir spielen ein Game mit dem Titel Doldo. Ich weiß nicht, ob es heißen soll Doll Do, also sowas wie Puppe mach, oder ob es einfach nur das Game Doldo ist. Man weiß es nicht, aber wir starten direkt rein und haben ein paar Aufgaben. Also als erstes klingelt unser Wecker am Handy oder unsere Uhr. Wer benutzt noch eine Uhr als Wecker? Benutzt ihr eine Uhr als Wecker oder ein Handy? Eigentlich hat das schon Stil. Darum geht's heute nicht im Video. Stehen wir entweder auf oder ignorieren wir das? Wir wachen auf. Wir wachen auf. Wir gehen unserer Pflicht nach. Erstmal gehen. Oh, ja. Badezimmergeräusche. Man kennt sie. Warum sieht man die ganze Zeit nichts, aber... Ich muss mich schnell anziehen und Papa Bescheid sagen über dem Waschbären. Was war das für ein Horrorwaschbär, ey? Gottes Willen. Okay, wir ziehen uns gerade an. Ein paar Klamotten rustlen. Alright, da sind wir auch schon. Papa, da ist ein Waschbär. Bring den Müll nach draußen. Aber... Na, jetzt. Verdammt. Wir müssen den Müll nach draußen bringen. Schleunigst. Da ist wieder der Waschbär. Was machen wir? Oh Gott, er kommt! Er kommt! Oh Scheiße! Oh Scheiße! Oh Scheiße! Ah, warum lacht unser Vater auch noch? Der weiß, dass der Waschbär hier ist! Der Waschbär macht alles kaputt. Oh Gott, Autos. Gottes Willen. Gott. Oh, der Waschbär. Kann ich hier noch durch? Nein! Gottes Willen. Okay, okay, Freunde. Waschbären sind noch echt angsteinflößend. We did it! Fortsetzung folgt. Was? Okay. Und weil das noch nicht weird genug war, habe ich jetzt noch ein Game gefunden namens ASMR. Und ich weiß nicht, wie eure Meinung zu ASMR ist. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Queer? Das ist ganz schön leise. Überall steht nur I am sorry. I love you. Vielleicht ist heute auch einfach der Tag, Freunde, wo man einfach nochmal in sich gehen muss und sich überlegen muss. Ja, was eigentlich? Gute Frage. Ja, das war auch eine Erfahrung. Auch. Nämlich.